So, und hier sind wir wieder bei Greedfall. Weiter geht's mit meinem Let's Play. So, inzwischen hat er wieder wer zugeschalten in der Pause. Das freut mich wirklich sehr. Ich glaube, ich brauche nicht viel was quatschen. Wir gehen die eine Quest vom letzten. Die eine Quest hier jetzt da weiter. Und zwar eine sonderbare Allianz. Arrangieren ein Treffen zwischen Ulan und Mordun. Zwischen den zwei Häuptlingen der eingeborenen Stämme. Dann machen wir diese Quest zuerst noch fertig. Entschuldigung. So. Jetzt muss ich also das Gebiet verlassen, dann werde ich gleich die Schnellreise benutzen. Dann spare ich mir viel rumgelaufen und spare auch Munition, weil die verbrauche ich sehr gerne. So. Ah, das ist hier. Da kann ich gleich direkt hier hinreisen. Rangiere ein Treffen zwischen Ulan und Mordun. Und ich glaube, ich war da eh schon mal in dem Dorf. Oder zumindest mal kurz. Gehen wir mal dahin. Naja, Leute, ich weiß, ihr habt alle eine Quest für mich und die mache ich auch noch. Keine Sorge. War ich noch früh genug. The valley is vast. We should get to a vantage point if we want to find this expedition. Ah, das ist jetzt das Gebiet hier auch. Wo ich quasi die Hauptquest machen muss. Also deren Expedition. Die Nebenquest. Das ist eine Nebenquest, die ich hier machen muss. Genau. Die werde ich mich auch später mal kümmern. Das sind die Ruinen. Da falle ich mal runter. Das sind diese Wolfbären oder was immer das für Dinger sind. Schauen wir ganz kurz in die Map rein. Ja, da rechts muss ich suchen und da links will ich jetzt hin. Gut, dann brauche ich mir keine großen Gedanken machen, wenn ich einfach den Weg da weiterlaufe. Ich will nämlich nicht, dass sie irgendwie andere Quest auslösen oder gar missglücken lassen, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das in den Spiel überhaupt geht. Heiße Quellen, oh, sehr schön. Was steht denn da? Ja, wer bist denn du? Haben wir uns mal das hier. Und ich hoffe, ich kann hier problemlos durchgehen, ohne dass ich da jetzt da unnötige Kämpfe verwickelt werde. Ich vermute mal, dass der Weg da links sein wird. Aber danach sollte es passen. Ach, okay. Machen wir die fertig. Wie viel Munition habe ich? 15 Schuss, da kann ich schon mal eine Kugel raushauen. So, oh, das sind zwei jetzt. Oh, Kick. Okay, das hilft nicht. Stirb! Ah. Komm her, komm her, komm, komm, komm. Schlag zu. Oh, dann werden wir los. Einer ist noch. Zwei sind noch. Gut. Gut, die hätten wir jetzt auch erledigt. Alles nehmen, nicht lange überlegen, einfach zugreifen. So. Aha. Soll ich vorher was sehen? Roheisen jetzt. Sehr gut. So, habe ich einen verpasst. Ah nein, da hinten. Ich nehme das besser immer alles gleich mit, weil da kommt irgendwann mal so eine Sammelquest. So, hey, bring mir doch 15 Galle. Und ich habe bereits 15 Galle. Das wäre dann immer sehr gut. Das habe ich meistens bei Dragon Age meistens so gemacht. Da habe ich meistens jeden Scheiß schon eingesammelt gehabt. Und ging das dann eigentlich ganz gut daran. Dahin. Daran, dahin ging das Ganze ganz gut. So, in diese Richtung kommen wir ins Dorf. Schrei mich nicht so an, dummer Hirsch. Ah, okay, ich hoffe, das sind nette Dorfbewohner. Hallo, guten Tag. Okay, passt. Passt, die sind nett. Da kann man jetzt schön reinspazieren, gemütlich. Ohne, dass ich jetzt da
Horden von Menschen unschuldigen Dorfbewohnern abschlachten muss. Was ist denn das da hinten? Ist das nett oder ist das böse? Okay, gut, das wohnt hier bei einem Dorfbewohner. Ich war, der hat sich die Frage ja selbst erklärt. Natürlich ist das Ding nett, weil sonst wäre es ja nicht hier. So. Gucken wir mal. Guten Tag. So. Okay, die halten die als Haustiere. Jetzt kann ich dir mal aus der Nähe anschauen. Ich hoffe, der tut mir jetzt nichts. Ah, ja, so eine Bär und Wolf. Sieht cool aus. Mag ich. So, wo ist die Hütte des Häuptlings? Da lang. Hügel hoch. Schauen, ob wir dieses Gespräch erfolgreich abschließen können. Wäre schade, wenn nicht. Ah, daran. Neuer Schnellreisepunkt, das ist auch gut. Bin ich jetzt mal gespannt. So. Gut, dann sprechen wir den gleich mal an. What are you doing here, Renaixei? Your kind are not welcome in my village. Oh, das finde ich jetzt aber mal gemein. Über das Bündnis mit Ulan sprechen, ihn zu seinem Dorf befragen. Erst einmal das erste gleich direkt abklären. Ulan, der König von Vignamri, wants to establish a trade agreement and sign a peace treaty with the governor of Hikmet. This sounds like something he would do. All he ever thinks about is picking up the crumbs left behind by the Renaixei. All of that in hope of breeding new life into his village, while insulting the memory of the deceased men and women who lived there. Hikmet's emissary will only sign if their merchants can move freely and in peace. They want to meet you. I am not like him. I am a Donaya Exregal, a proud man, not a slug. The Renaixei cannot be trusted. They are deceitful and only seek to trap us. Bei deiner Ehre schwören, versuche da seinen Stolz zum Vorteil zu nutzen. Ich werde gleich einfach meinen Charisma-Wert nutzen, weil der ist auf 100%. Das ist gut. Exregal, I have met with fearless, and yet you are running away from a mere meeting. By refusing to negotiate, you are only showing weakness, nothing else. Oh, not Freddy. The worst part is that you are right. I cannot refuse this meeting without appearing weak. Fine. I will meet Ulan and his emissary. But I will not go to his village. Tell them to find me at Landristel. I will be there in a few hours. I will tell them right away. Thank you, Mordun. Ah, perfekt. Und wir laufen wieder zurück. I never thought you would be able to convince Mordun. His anger towards the Renaixei is so strong. Ja, das kann bei mir eben mit mir nicht passieren. So, ich habe kein Zeitlimit, das ist gut. Das heißt, ich kann die Schnellreise nutzen und wieder zurückreisen. Mit Zwischenstopp bei dem einen Händler natürlich wieder. Was ein wenig nervig ist, aber die werden schon wissen, warum sie das reingebaut haben. Und hier bin ich wieder. Ich kann mal schauen, ob der wieder was hat für mich. Hoppala. Verdrückt. Ist halt wenigstens wieder ein wenig Munition, das ist nicht schlecht. Wenigstens das. So, hoppala. So, jetzt. Und wir sind wieder hier. Froh, dass sie so gute Schnellreisepunkte gesetzt haben, weil sonst will ich ewig hin und her latschen. Mordun is willing to meet you at Landristel to sign a peace treaty. You really are an accomplished negotiator and diplomat, Your Excellency. I knew you would succeed. Thanks to you, the whole region will be at peace. Do you know where this place is, Ulan? Of course. In our language, Landristel means glade of promises. It is a sacred place, one whose peacefulness must be respected. Bodes well. In that case,
We should go there at once. Yes. I will follow you. Come back to see me soon. And if luck is on our side, we will celebrate peace together. Ulan is acting strangely. I do not trust him. We should go to Lan Ristal to make sure we're not being tricked. And if we want to see this encounter, we should leave now. Hat. So. Sie vertraut ihm nicht, dann vertraue ich ihm auch nicht. Sie kennt ihre Leute wesentlich besser. Das wir laufen erstmal dahin, wo wir hin müssen. Okay, da gibt es eh nicht so viel. Da gibt es eh nicht so viele Wege, wo ich mich verlaufen kann. So, ich habe umsonst auf die Map geschaut. Macht nichts. So, es ist ein richtig schönes Spiel. Ich mag es optisch. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin echt froh drüber, dass die Entwickler sich entschlossen haben, doch noch ein HDR hinein zu patchen. Weil HDR hatte es voriges Jahr noch nicht, wie ich es gekauft habe. Ist das links oder rechts? Rechts. Jetzt bin ich gespannt, was passieren wird hier. Es wird jetzt spannend werden. Ja, es war ja klar, es ist eine Falle. Mordun is being attacked. Let's go. Frechheit, echt. Ich bin froh, dass ich nicht bei meiner Ehre geschworen habe. Okay, die Viecher sind auf unserer Seite. Das ist nicht gut, dass die. So, das ist Kurt. Haha, ihn erkannt in seinem Outfit. Oh, du stirbst als Letzter. So, noch einer? Gut, das war's. Adloredar. Frechheit. Thank you for coming. You saved me. Ja doch. That accursed Ulan. I should have known he would betray us both. My men are dead, and now I am injured. He achieved exactly what he wanted in the end. I will have to join another clan if I do not want my whole village to suffer the consequences of my defeat. I'm sorry, Mordun. I really am. You were deceived, just like I was. Sometimes, among the stones, there can be snakes. Farewell, on Olmanawi. And do not let yourself be betrayed again. Hm. Aber er ist nicht vor. Sprich mit Ulan. Okay, ich kann mit dem Typen jetzt nochmal quatschen. Bin ich gespannt, was der zum Sagen hat. Muss ich dann auch mal wieder aufräumen in mein Inventar, da hier wieder einiges gefunden. Dass man das Dorf schon von der Weite sieht. Bzw. ich habe mir den Weg zum Glück diesmal gemerkt. So. So, mein lieber Freund, was hast du jetzt zu deiner Verteidigung zu sagen? Ob ich ihn umbringen kann? Nicht gespannt. Traitor! This meeting was meant to establish peace, and yet you have exclusively sent armed men. Mordun was a Danaer ex Regal. He would have never accepted an agreement with the Renaig Sey. He would have endlessly attacked our merchants and our allies' caravans. We had to protect ourselves if we were to make these exchanges possible. So we did. By lying and manipulating me. I am sorry,
but I was unsure that you would agree to help us if I told you the truth. I understand your anger, but keep in mind that we are now at peace, thanks to you. You are now a Kharance of Ignamri, and should you seek it, you will always have our assistance. Anything else? Na gut, wenn ich seinen Ruf bei den Eingeborenen erhöht. Ne, das wär's dann. Danke. Okay, das war ja eine richtige Arschloch-Aktion von dem Typen. Ich bin etwas angefressen. Aber ja. Was wollen wir dagegen schon machen? Ah, ich habe wenigstens ein Level abbekommen und ich habe einen Boyn. Rechter einer? Zahnerzeugung plus 10%. Das gehen wir weiter in die Richtung. So, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden uns jetzt um die Nebenquests unserer Gefährten. So. Einmal Naute, immer Naute. Okay, ihm helfen. Kurt helfen. Das ist eine der ältesten Quests, die ich habe. Ich werde jetzt mal Kurt helfen. Schatten der Garde. Okay, ich muss mit dem einen muss ich noch quatschen wegen seiner Quest. Das kann ich aber nachher machen. Erst einmal. Kurt. Okay. War jetzt Kurt wahrscheinlich in meiner Mannschaft? Ja, naja, Kurt habe ich da. Greenblood, my friend. I can't think about Rainer and what happened to him. Let me know when you're ready to accompany me to those bastards' training camp. I need the help of my best student. Akzeptieren und gleich drum kümmern. Well then, let's go. Auf geht's, wir reiten los. Sie nehmen wir auch gleich mit. So. Dann müssen wir eh wieder schnell reisen. Dann eh gleich in der Nähe von der Stadt. Na gut. 15 Stunden und 22 Minuten. Hier gibt es kein Zeitlimit dafür. So, ich deaktivieren wir mal wieder. Hm. Wieder ein paar Leute hier reingeschaltet, das freut mich sehr. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich bin schon wieder hier bei dieser Reisestation. Aber wir können gleich wieder mal nachsehen, ob er wieder Munition hat. Kann ich gleich vorbeikommen, Munition mitnehmen. Finanziell geht es ja mal dafür. Ah! Die haben mal Zeug verkaufen, das ich nicht brauche. Die Sachen verkaufe ich bestimmt. Dann ist nichts Besonderes. Okay, verkaufe ich auch. So, dieser Outfit. Die zwar behalte ich, falls ich sie Schleichweg brauchen werde. Das behalte ich, das gebe ich weg. Ja, gut. Den findet man ja eh ständig. Was sind Sie jetzt da? Ne, sind auch schlecht, da kann sie nichts damit anfangen. Ah, gehen wir mal wieder zurück zu meinem. Hopp, hopp, wo ist er denn? Da ist er. Nichts zum Brauchen, die Handschuhe, und das sind auch nur Standardstiefel. Weg damit. So, die Fallen kann ich weggeben. Ich kann die nicht benutzen, weil ich die Skillung dafür nicht habe, also tue ich sie gleich mal weg. Vielleicht skill ich später mal in die Richtung, aber jetzt momentan habe ich andere Skills, die sind mir wichtiger. 16 Schuss habe ich, das sind eh nicht zu viel, aber das geht. Vielleicht habe ich auch jetzt wieder was. Kaufen. Oh, ich hätte echt doch mal Lust, nehmen ein Gewehr nicht, aber eine Pistole wäre schon ziemlich geil. Okay, die kann ich noch nicht benutzen. Was haben wir denn hier? Das ist eine ganz normale Pistole. Sieht auch eine Mehrschusspistole. Gut, sie macht mehr Schaden wie die, die ich jetzt habe. Das, daher ist sie eh nicht so schlecht und ich kann öfter schießen. Oder ich hatte schon eine Verbesserung um drauf. Wisst ihr was? Ich werde mir die trotzdem jetzt gönnen, weil ich finde es eigentlich cool. Ich mag solche geilen Varianten von Pistolen. Gab's, glaube ich, damals nie. Zumindest nicht, dass man sie öfters abschießen könnte hintereinander, aber man konnte. Es gab so ähnliche Pistolen, soweit ich weiß. 194 kostet sie. 632 Goldmünzen habe ich selbst. Ja, dann nehmen wir sie mit.
Lieber auf Angebot, dann kann ich die alte verkaufen. Ordnungspistole, ist auch ein geiler Name. Soll ich sonst noch irgendwas, was verkaufen kann? Das sind halt als gegenständig fürs Herstellen und solche Sachen nutzen kann, die behalte ich mir. Das sind jetzt reine Verkaufsgegenstände, nicht wahr? Für Sammler interessant. Okay, das ist so ein kuriosen Ding. Da werde ich bestimmt mal irgendeinen Typen finden, der diese Dinger sammelt. Ich muss mal wieder mal mehr anfangen, mit den ganzen NPCs mich zu unterhalten. Damit ich das ja auch weiß. Aber reisen wir mal weiter. Machen wir die Quest für... Ah, hier ist das. Okay. Ich werde es diesmal mit diesen Typen hier probieren. Die habe ich das letzte Mal... Bei der ersten Begegnung ging es nicht so gut aus, aber wir werden es nochmal neu auf Neues probieren. Hallo, meine Herren! Okay, die sind immer noch sehr hoch vom Level her. Aber inzwischen geht's. Ah, das ist cool. Kann man richtig schön reinholzen. Oh! Okay, gut. Okay, ich... Ich lass die jetzt nochmal aus. Die sind wirklich echt für höhere Level gedacht. Wenn die mir da jetzt da mit... Ja genau, da hat mich... Und das war's. Not so nice. Dann gehen wir da mal rechts. Lassen wir die besser mal einfach stehen. Das sind wieder solche Viecher da hinten, aber ich glaube, ich läuft den Weg richtig. Vermute schon mal. Hallo. Ist gut, dass man die umgehen kann, dann braucht man sich nicht aufhalten mit sowas. Hallo, kleiner Truthahn. Obwohl, Fasan-Rebhuhn-Mischung. Passt besser. Ja, komm. Jetzt. Hey, jetzt. Ich will deinen Baum looten. Was ist los? Jetzt. Was war denn das jetzt? Ja, jetzt hat's dir jetzt. Da hat's jetzt wenigstens einmal frei funktioniert. Ah, okay. Ah, es ist cool. Okay, das gefällt mir sehr gut. Okay. Die sind jetzt wieder einfach, die Gegner. Inzwischen bin ich ja vom Level her hoch genug. Ich mag diese Pistole. Das ist cool. Also, wenn ich da jetzt da vier Schuss schön hintereinander raushauen kann, das mag ich. Sowas mag ich immer. So. Oh. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hallo, die Herrschaften. Ah, passt. Kann einfach reingehen. Gut, sie erkennen, dass ich ein Mann vom Stand bin. Wird trainiert. Wird auch trainiert. I was informed of your arrival by my sentinels, but I didn't think it would be you, Kurt. Rolf. You're the leader of this camp. Do you two know each other? We train together. We haven't seen each other in a long time. A very long time. The world of warriors is very small, Kurt. What brings you here, my old comrade? And who are these people with you? They're not one of us. Day. I'm the legate of the merchant congregation. And I'm Siora Donegad. Of the Gaius Rat. These people sure are important. So, what are you doing here? I've heard things about this place. About this very special camp. And we wanted to see what it was all about with our own eyes. That's very nice of you, but visitors aren't welcome in this camp. What goes on here is only the guard's business. Does the same apply to me? Listen, Kurt. I can give you and your... friends some answers, but only because it's you. Anyway,
Knowing you as well as I do, I'm aware I'm not going to get rid of you that easily. So, what would you like to know? Ihn nach dem Zweck des Lagers fragen, mehr über die Organisation des Lagers herausfinden, Bildung fragen, die hier stattfindet. Mehr nach dem Zweck des Lagers fragen, das würde mich interessieren. And why is this place kept secret, even from your comrades in the guard? The natives have their magic, and we have to train elites to be able to. That's what we do here. Our role is sensitive, and our location obviously cannot be revealed to the whole island. Does this man not realize that I'm a Donegad? I noticed you're a native, but you're a friend of Kurt's, so I trust you will be discreet. I see the reason for this kind of training. The Bridge Alliance would be particularly interested in soldiers like these, and yet I've never heard of this elite squadron. We're still in the early stages of the program. We don't want to rush things, and our leaders demand secrecy. Orders are orders. Mehr über die Organisation des Lagers herausfinden. This is a huge camp for such a secret location. How is it organized? The main building is reserved for officers and the wounded. The front and rear of the camp are dedicated to combat training. But most exercises take place outside. Impressive. And how do you manage recruitment? Only the best come here. Those who have combat experience. Once they arrive, they're separated into two squadrons, each led and trained by a lieutenant. But you already know all of this, Kurt. It must bring back memories. Yes. Nach der Ausbildung fragen die hier stattfindet. That's a sensitive topic. Most exercises take place in the field to get the men used to it. The natives' knowledge of the environment gives them as advantage as their magic. But if you want to know more, you should ask my lieutenant instructors. Okay, über Reiners Dorf sprechen. Actually, we found out about this camp while we were looking for someone. A kid I recruited. Reiner. Oh. I didn't know he was one of yours. My condolences. I was told he died in an accident in the harbor. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you any. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable that these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain. I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Reiner. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. I'm sorry, I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good thing, really. You don't seem to like this man. Rolf doesn't bring back good memories. But let's continue. I want to know what's going on here. Verstehe auch ganz gut. Das würde mich auch interessieren. So, dann reden wir mal mit den Ausbildern. Gibt's noch einen zum Reden? Jetzt checken wir mal ab. Lieutenant. Respectfully, Captain. Here is my friend, the legate of the Merchant Congregation. He would like to ask you a few questions. At your orders. I'm listening, sires. Nach Einzelheiten über ihren Schwadron fragen, mehr über die Ausbildung herausfinden, sie fragen, wie sie hergekommen ist. How do the various squadrons in this camp differ from one another? The recruits I train are intended to carry out more subtle actions. Really? What kind? I teach them how to blend into the background, understand customs, observe, and know when to strike. That's strange. These skills are normally associated with assassins rather than soldiers. These skills are always useful, regardless of the enemy or the setting. Okay. War ein ganz spezieller Typ. What kind of training do your men undergo? I can't go into details, but they learn discipline. And to outdo themselves. You mean to blindly follow orders, even to their death? But I... No, Captain. We also teach them to analyze situations,
so that they know when to act to avoid risking their lives. Mhm. Sie fragen, wie sie hier gekommen sind. How did you become an instructor in this camp? I have led numerous squadrons before, and I've trained hundreds of recruits on the continent. I worked with Captain Rolf in the past, and when I arrived on the island, he recommended me for this position. That's very impressive. And I expect that you're familiar with the natives' environment and magic. Yes, yes, of course. Okay, ah, Charisma. Versuchen Sie zu täuschen, um Informationen über Rainer zu halten. 100% Erfolgschance. Ich glaube, das könnte funktionieren. Don't you think that someone this talented fits what we're looking for? You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. Your cousin is a governor of New Serene, I've heard. It's a prestigious position. I don't doubt my abilities, but an offer like this, made so suddenly, must have a price. We can't hide anything from you. We're trying to find out what happened to Rainer, a recruit who trained here. That name doesn't sound familiar. He must have been in the Shadow Squadron. The other Lieutenant's Squadron? Yes. I'm sorry, I haven't been much use to you. Did something happen to him? He died. His body was thrown into the harbor to make it look like he drowned. I guess it was one of your recruits. My condolences, Captain. We'll question some of your soldiers. At your orders, but please be quick. I'd like to get on with training. So, jetzt kann ich Soldaten befragen oder den Typen hinten anquatschen. Trotzdem mit dem Rekruten quatschen. Wo kann ich denn hier runtergehen? Ah, ich muss runterklettern. Okay. Obwohl, ich könnte das andere gleich schnell machen. Ah, ich quatsch mal mit den Rekruten. Hallo, die Herrschaften. Kommt her. Hallo, Soldier. Captain. We need information. Your instructor authorized us to question you. Of course, Sire. I'm listening. Über Ausbildung sprechen, nach seinen Spatronen fragen. How would you describe your training? Do you train outside the camp much? Yes, we do. Well, not exclusively. Really? Yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Yes, I think so. Well, yes, that's true. Problems remembering things, soldier? No, Captain. What's it like in your squadron? Very good. The Phantom Squadron is made up only of the very best. Do you trust your comrades? We're like five fingers on one hand, sire. I would trust them with my life. You've sure got the military spirit. Yes, Captain. Über Unfälle bei Manövern sprechen. We've learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often? No. Of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. I don't know what to tell you. It's possible. If you don't mind, I'd like to get back to my training. He seems afraid that an accident might befall him too. No, it's not that. I just don't want to fall behind schedule. Very well. Go on. Excellence, Captain. These kids are scared to death. Yes, this boy's answers about his training seem pretty dubious to me. You can't hide the lies. So, jetzt noch den bequatschen. Soldier! Captain, at ease, soldier. Über seine Ausbildung sprechen, nach seiner Schwadron fragen, gleich wie vorher. I have nothing to say about it, sir. Really? Go on, it's not a difficult question. What do you do during training? Is this a test, Captain? No, it's not a test. You may speak freely. Well, training is difficult, but we can't complain, Captain. That's an interesting way to phrase it. You're very united in this squadron. At least, that's what I've been told. United? You could say that, yes. Until death. That's rather sinister. Does the name Rainer sound familiar to you? Yeah. Well, no, not really. You seem rather hesitant. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all.
It's just that I can't tell you anything about recruit Rayner. And we're lucky to have the lieutenant as our instructor, Captain. We should leave this soldier to his work. Your name, soldier? Wilhelm. First class recruit Wilhelm, Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. This recruit, in spite of himself, led on more than the others. His resentment is clear. But he won't divulge anything as long as his instructors are nearby. Mhm. Haben wir das Folgendes geschafft? Ja, dann quatschen wir den nächsten Typen drüber an. Nächsten Lieutenant. Mal schauen, ob wir da mehr Infos rausbekommen werden. Lieutenant. Captain. My friend here would like to learn more about this camp. At your orders, Captain. Sir? Can you tell us about your squadron? The recruits who come here are the best. And in my squadron, they get better. I don't know what else to tell you. They're disciplined, rigorous, and effective. Exactly what you'd expect from the best soldiers. What kind of training takes place in your ranks? Combat in natural settings. Combat against the savages' magic. I'm very curious about how you train against the magic the natives use. Now, these are complex, secret maneuvers. I'm very sorry, but I can't tell you anymore. That's a pity. It would definitely be instructive. Rainer's Fallery, no? Okay, check one more up. What can you tell me about him? Oh, he was a good one. He died a little while ago. So we've heard. Your captain told us he died during a maneuver. Can you tell us more? The training we do outside can be dangerous. Unfortunately, Rayner fell to his death in a ravine. He fell? During a simulated ambush. I know, it's not glorious, but it happens. I'd like to get back to work now, if you'll allow it, Captain. Go on. We're gonna go talk to some of your recruits. I hope that it won't take too long. We're all very busy here. We'll be quick, Lieutenant. The story about training against mad lie. This Lieutenant has no idea what he's talking about. So what could they be training recruits for here, then? I don't know. But whatever it is, I don't like it. Jetzt checken wir mal ab. So, komm her, du. Soldier! Yes, Captain. At ease. We have some questions for you. Me? At your orders, Captain. You look exhausted. Quatsch, is training that rough here? It's difficult at first, but you get through it. Taming fatigue. That's the key to it all. Haven't you ever wanted to stop? You've never doubted your vocation. I'm not a coward, nor a weakling. The strength of the shadow. What is that? Your motto? Our squadron's captain. You seem concerned about your comrades. You keep looking at them. No, no, not at all. Are you afraid of what they might think of you? Absolutely not, Captain. We are all of one mind in this squadron. We are very united. Okay. Since this is such a close-knit squadron, you must have known Rayner. Yes, of course. But he's not part of the squadron any longer. He left. Really? I don't know what you're trying to get me to say, Captain. Rayner left the squadron because he was sent on a mission. There's nothing more to say. Sorry, mate, but that's not what happened. I don't know anything more. Thank you. That will be all. Thank you, sire. Captain. Lieutenant! Report. Captain? Could you give us a few minutes and take us around the site? I've never been here before, and I'm curious to see what goes on. I'm not sure if we can, Captain. We are on duty, Captain. Right, Lieutenant. Let's go! I... Are you coming with us? No, thank you. I'd rather stay here. Take in some fresh air. As you like. In that case, see you later. So, jetzt haben wir das auch. Befreit den Rekruten Wilhelm erneut. Wilhelm, mein Freund. Achso, ne, der da drin ist. Rekrute Wilhelm. Willi, komm her! So, quatschen wir mal eine Runde. Lass uns mal schnacken. We need to talk. And don't worry. Kurt will make sure your superior doesn't come this way. Why are you doing this? We didn't think you'd say anything as long as she was here. If you noticed, others will have too. They'll make me pay. Even more reason to talk. If we have proof, we can take action and close this camp. Very well.
What would you like to know? Überreden, was wirklich hier vor sich geht, nach Einsleiten der Ausbildung fragen. What's really going on here? We know that Reyna didn't die in an accident. This is supposed to be a training camp for the Guard's elite. Only the most talented recruits are allowed to join. This is an immense honor, an extraordinary chance. That's what we're told every day. But in reality, it's just hell. Okay, klingt jetzt nicht so sympathisch. Klingt wie das österreichische Ausbildung beim österreichischen Jagdkommando. Nee, so schlimm ist nicht. Habe ich gehört. It's more torture than anything else. We're constantly beaten and humiliated, and the slightest complaint only leads to more blows. They even push us to police one another, so we don't dare talk. Whatever the orders, we put our heads down, grit our teeth, and obey. And they call us barbarians. We could never put our own children through this. I heard them tell you about the specialist training against the natives in hostile environments. But what they teach us would be more useful for assassins. As for Reyna, do you know what happened to him? Yes. One day he just couldn't stand it any longer. He disobeyed orders, he fought back, and people got hurt. That's when things blew up. They summoned him for night training. What does that entail? It doesn't have much to do with real training. They call us up for it at the last minute. The weakest serve as punching bags for the others, who are encouraged to beat them. If we refuse, we too become the targets. So we join in and strike. If you're looking to punish Reyna's murderer, you can start with me. We all have his blood on our hands. Thank you for telling us all of this. You should get back to your comrades. I hope you can do something. Have this camp closed. Otherwise, I'll soon be as dead as Reyna. We understand the risk you've taken. We won't let you down. Thank you. Not nice. It was truly fascinating. Captain. I've seen everything I needed to see. You can leave us. Yes, Captain. Shall we go? Okay. Müssen wir da nochmal einen Weg finden, die Leute hier rauszuholen. Öffnen. Soll ich vor, das Lager zu verlassen? Warum? Weiß ich auch nicht. Bin ich jetzt gespannt. Willem has spoken. What did he tell you? He said the recruits go through hell. They're humiliated, spy on each other, get bullied. It's essentially torture. Reyna wouldn't stand for these methods. He rebelled and was summoned for night training. Are you sure he used that term? Yes. But he told me it's not really training. The recruits are summoned. And the others beat them. Sometimes to death. I know. You knew about this kind of training? Yeah. I thought it was a thing of the past. What a monster. How dare he? I'm so sorry. I'm lost for words. Tell me, did you learn anything new? I scouted out the site. There's two parts of the barracks we should look at more closely. Rolf's quarters and the basement, which they refused to open for me. You're full of anger, Sengots. Take a deep breath and think. Then tell us your plan. Let's wait for nightfall. We'll sneak into the camp unseen, search the barracks, the private quarters, and then the basement. We might also try to find out where this night training takes place. Yes. I wouldn't want other young recruits to lose their lives tonight. Especially Wilhelm. So. Find heraus, was der Keller versteckt ist. Okay. Wenn wir alles so absneaken, bin mal gespannt, wie gut es funktioniert. In this part of the camp. Maybe they're in the combat pit behind the barracks. I saw it when I visited the camp. Or they've already left for their night training. Okay. Gut. Was war das andere im Keller? Hm.
Büro des Hauptmanns Rolf im Keller versteckt ist. Es gehört beides dazu, ich werde beides noch und noch machen. Zuerst werde ich mal ins Büro gehen. Es wird jetzt interessant werden, wie gut das funktioniert. Kann man da hochklettern? Nein. Ja, ich will dann gehen. Kann man da irgendwo anders rumgehen? Kann ich doch hochklettern, schauen. Okay, da ist keiner mehr. Es ist aber verdächtig, dass keiner mehr da ist. Das kann auch ein Falle sein. Schauen wir mal, ich aktiviere mal kurz die Quest mit dem Keller. Oder? Zurück. Also alles das gleiche Gebäude, es ist im Prinzip egal. Bin mal gespannt, wie viele da drinnen noch sind. Alleine. Let's find Rolf's office. He surely has the key to the basement. Kann man hier lesen. Befehl zur nächtlichen Ausbildung. Alle Rekruten, die diese Nachricht erhalten haben, sich zur nächtlichen Ausbildung des Soldaten Wilhelm einzufinden. Oje, diese Ausbildung ist zwingend. Findet euch um 20 Uhr auf dem Waldweg nördlich des Lagers ein. Sollt der Rekrut nicht an dieser Stelle an dieser Ausbildung teilnehmen, wird er Gegenstand der nächsten Ausbildung sein. Scheiße. Okay, die sind alle unterwegs, um Rainer zu um Wilhelm zu verprügeln. Ich werde trotzdem weiter alles durchsuchen. Darum ist keiner da. Die werden alle jetzt da den Typen richtig totbieten. Das ist gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Kann ich da, aber ich bleib trotzdem geduckt. Nicht riskieren, dass mich trotzdem wer findet. So, haben wir ein paar Sachen. Ja, Schlüssel, passt. Was haben wir da? Ansehen, sammeln. Danten, Hauptmann Rolf. Einen Glückwunsch für die bisher geleistete Arbeit. Du hast deine Mission bisher perfekt erfüllt und deine Phantomrekruten haben mir geplant bereits Positionen im Umfeld des Gouverneure besetzt, okay? Major Hermann hat erzählt, dass du einige Verluste erlitten hast, die aber mit unserem Plan ändern. Fahre fort mit deinen Bestrebungen, dann sollten wir bald bereit sein zu handeln. This letter is disturbing, Kurt. It confirms that several deaths have been disguised in order to keep this camp secret. But it says that the recruits trained here have been assigned to governors from different cities. And yet I'm sure that Konstantin knows nothing about these elite units. The conclusion of the letter also confirms that the commander is pleased with what's been going on here. So Torsten knew. So it seems. Including about the deaths. He's gone too far. He dishonors us all. Sieglinde was right. Das weiß ich, Sieglinde ist, aber ist okay. Gut, nächstes. Brief von Major Hermann. Hauptmann Rudolf, deine Rekruten sind in San Mateus eingetroffen und erfüllen unsere Erwartungen perfekt. Ich hätte nichts Geringeres von einem meiner besten Schüler erwartet. Ich habe dafür gesorgt, dass der Kommandant erfährt, welche gute Arbeit du in deinem Phantomlager geleistet hast. So gute Arbeit würde ich es nicht nennen. Guck mal, hängt vom Standpunkt ab. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er dich belohnen wird. Belohnung hat er keine verdient. Wenn die Rekruten, die wir in den anderen Städten geschickt haben, genauso effizient sind, wirst auch du bei Major sein. Super. Im Prinzip ist das eigentlich eine Untergrund-Terrorzelle, kann man fast sagen. Spielen. Bilden da Leute speziell aus, schleusen sie wo ein. Das ist ja schon fast sowas. Der perfide Plan, quasi die Gouverneure zu unterwandern, eigentlich, oder? So, jetzt habe ich in den Keller. Ja, passt. Was haben wir da? Da ist nichts drinnen. Dann gehen wir weiter.
This room. What could have happened in here? Oh, scheiße, Leichen. Only too well. Fear, blood, death. These death. People have turned this place into a site of suffering. It will take years of work to erase its traces. Ja, hast du leider recht. Scheiße. Okay, da sind noch mehr drin. Gottes Willen. Mein Gott. Okay. Verbandsbericht. Bin gespannt. Hauptmann. Wir haben die neuen Rekruten wie befohlen ausgebildet. Einige von ihnen schienen jedoch mit dem Schlafmangel Schwierigkeiten zu haben. Deshalb wurden sie zur Abhärtung in die Schwarze Kammer geschickt. Okay. Wir haben einen Verlust erlitten, aber die Erfahrung war sehr lehrreich. Und obwohl die Rekruten etwas geschwächt waren, waren sie danach viel komparativer. Na klar. This document explains a lot. They torture the soldiers to break them. Reyna shows up on this list more than once. He gave them a lot of problems. Those who resist too much are lynched during night training. Rolf, you'll pay for this. Kurt, Wilhelm's name was added to tonight's training. That's the young man who helped us, isn't it? They will probably kill him for it. We can't let them kill him. We must stop this training immediately. The risk is that Rolf will ambush us. If this boy dies because of us, I will never forgive myself. Ja, na klar. Das ist mir egal, ob das ein Fall ist. Sie wird die Typen einfach mitten ins Gesicht schießen. Ah, da. I refuse to let these recruits pay for the bastards who manipulate them. Let's avoid spilling blood in vain. You surprise me once again, Kurt. You're full of compassion for these youngsters. They're just kids. There has to be a way to reason with them. We'll do what we... It's blocked. It's blocked. Okay. Ah, ich hätte unten über den Keller gehen müssen. Warum zeigt mir das Spiel dann nachher, dass ich über den Weg gehen kann? Versuche ich über den Keller. Ich hoffe mal, dass das jetzt da kein Hintergrund, keine Uhr läuft, dass ich jetzt da nicht aus Versehen zu spät komme. Okay, ah, passt perfekt, da kommen wir raus. Oh, scheiße. Das ist der Weg, den ich gehen muss. So, checken wir mal kurz die Map ab. Ja, ja. So, jetzt. Darauf muss ich. Wo ist dort hin? Da ist der Weg. Nein, da ist kein Weg. Ich muss dort hinten rein, ich muss mich da durchschleichen. Ah, vielleicht ist da eine Tür. Ich hoffe, dass die Tür offen ist. It's blocked. Okay, ich muss da durchschleichen. Okay, bin jetzt einmal sehr gespannt, wie ich das jetzt hinkriege. Bin jetzt sogar besonders gut im Schleichen in dem Spiel, beziehungsweise rein und nie wirklich viel schleichen müssen. Steht einer. Das wird schwerer als gedacht. Musst du wahrscheinlich nochmal dumm gehen. Aber der bleibt er doch stehen oder geht er mal weg? Warten wir noch ein bisschen, ob der weggeht. Oder gibt es sowas wie ein Stealth-Kill? Schleichangriff! Ah, perfekt! Verhindert... Okay. Ups, ich hätte Verluste verhindern sollen. Aber es ist gut zu wissen, dass es sowas wie einen Schleichangriff gibt. Das ermöglicht mir das notfalls etwas anders zu machen. Jetzt ist schon wurscht eigentlich, weil jetzt habe ich eh schon eingekillt. Wer hätte denn vorbeischleichen sollen eigentlich? Ich hätte nicht gewusst, wie er vorbeikommen soll. Mit der ist auch schwierig werden, aber lass mich mal überraschen. Okay. Hm,
Richtung, aber gut, dass das darüber gehen könnte. Aha. Okay, der läuft dann umher. Puh! Okay. Okay. Na, na, bleib, geh weg! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bleib weg. Okay. Gibt es da keinen Weg? Ah, okay, darüber rauf. Aber wenigstens gibt es einen Schleichangriff. Finde cool, dass das Spiel das eigentlich mir nie erklärt hat. Bock das ehrlich gesagt, dass ich selbst drauf gekommen bin. So. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu spät ist für Wilhelm. Okay. Oh Gott. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal dazwischen. You're so predictable. I knew you were a bastard. But I didn't think you'd be part of this disgrace. Have fun, soldiers. The traitors must die. Stop! Soldiers, are you really going to obey these scoundrels? Do I need to remind you of the guard's motto? Where is your honor? I won't repeat myself, recruits. Execute these traitors! Soldiers, listen to your captain. You are the victims of these monsters, and we are here to save you. We surrendered without resistance, to avoid a fight, and to spare your lives. Well, what do you want us to do? We have orders, and we know what will happen to us if we don't obey. Enough! To arms! Attack! Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Also 75% Chance habe ich jetzt, dass ich den jetzt überzeugen kann. Das fehlt mir und das ist da zu unsicher. Also machen wir das hier. Must I remind you what happened to Rayner? And however many others perished to fuel the ambitions of this camp's leader. Is this what you were promised when you were recruited? No. No. Honor and glory. Yes. We strayed far from all that. Let's surrender. Anything is better than dying here like dogs. How dare you? You know what awaits you. Shut up, you idiot. You're no longer in a position to threaten anyone. You're here. Sorry, Captain. The boy resisted longer than planned. You were spared the shame of seeing how far your comrades have fallen. What happened? They surrendered. Like the weaklings they are. That should make the next night training sessions interesting. What have you done with Wilhelm? He received the punishment for traitors and insurgents, like Rayner before him. Kurt, I'm terribly sorry. We should have saved him first. We're responsible for his death. Scheiße, es war die falsche Entscheidung. But you know who's really responsible. You're right. For Wilhelm! For Rayner! Recruits, attack! Found the Dara Grimaderam Dam. Close to Issa Richnestiri. Dann hier meine ich schon aufs Maul an, ja, was? Boah! Das war jetzt einfach nur schlecht. Das kostet mir richtig an, das ist so schlecht jetzt abgeschlossen. Oh, cool. Wo ist denn der Hauptmann Rainer? So, Hauptmann Rainer, was für ein Blödsinn. So. Scheiße. Das kotzt mir jetzt an. Ah, fuck, das habe ich die Quest vorher verstanden. Yes. Yes. I'll be fine. I'm just glad to know that this camp won't kill anyone else. You! Take care of the camp's survivors until you receive your transfer orders. It will be an honor, Captain! You'll stay here for now. I'll send men I trust to come get you soon. What do you want us to do?
I'll need backup if I really want to put an end to all of this. We must go see Major Sieglinde in New Serene. I need to tell her what was going on here. Are you sure she wasn't involved? Her? Never. She's old school. She already held the commander at a distance because she didn't like the direction the guard was headed. He would have sacked her, or worse, if she didn't have so much support within the guard. I should have listened to her. There's no use brooding over the past. Let's go. We'll go and see her immediately. Ah, das war jetzt da. Ärgert mich jetzt das Ergebnis. Jetzt, ich hätte ihn Willem gern gerettet, aber auch der ist da drinnen. Hätte ich mir diesen Questlog besser durchlesen sollen, dann hätte ich das richtig gemacht. Das war jetzt leider ein Fehler von mir. Kann man nichts machen. Ist jetzt schon besonders so gefallen. Ich habe leider nicht die beste Entscheidung getroffen, aber ich habe es versucht. What's the matter, Kurt? We've just returned from a training camp. A secret camp. Where elite soldiers are trained. Through terror, humiliation, and torture. Don't tell me that. Yes. One of my recruits died, and he wasn't the only one. It is designed to create a regiment of assassins. I am sorry, Kurt. I knew something was wrong, but I never would have thought it'd go that far. We put an end to it all. We had to. But Torsten allowed it, even encouraged it. I told you that the commander's ambition would end up leading us astray from the ideals of the guard, and that we would pay the price for it. Yes. At the time, I told you you were exaggerating. That he had his reasons. What are you gonna do? I'm going to speak out, Sieglinde. And reveal the commander's project to the governor of the congregation. If I were as close to him and his family as you are, I would have done so a long time ago. I know. I feel so stupid for not having understood Torsten's scheme until now. You've always been a loyal person, Kurt. And too many loyalties are sometimes hard to reconcile. But Torsten betrayed us all. I'm counting on you to make him pay for it. Believe me, he won't get away with it. Goodbye, Sieglinde. Goodbye, Kurt. My men and I stand with you. Scheiße. Okay. Ist immer noch kacke, dass das passiert ist. Okay. Questtechnisch. Hätten wir die eine Quest jetzt auch gehabt? Leider ist die jetzt nicht so gut ausgegangen. Ich muss mir bei den Quests doch eher mehr durchlesen, was jetzt da abgeht. Und die werden mir jetzt um die Quest kümmern. Werde die jetzt nächstes machen. Gut. Das wird die nächste Quest werden. Spricht Miss Yora, um ihr bei der Suche nach ihrer Mutter zu helfen. Das wird das nächste werden, was wir tun werden. Allerdings werden wir vorher eine kurze Pause machen. Ich muss mir wieder was zum Trinken holen und andere Sachen erledigen, dann können wir gleich weitermachen. Das heißt, jetzt erstmal eine kurze Pause. Für Twitch einfach nur kurz warten im Livestream. Geht gleich weiter oder könnt euch gemütlich im Chatroom unterhalten. Wäre auch nicht so für die was das Let's Play später anschaut, gecutterte Version, geht es in der nächsten Folge weiter. Und jetzt verabschiede ich mich in die Pause und ciao und bis gleich.